willkommen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Auch dieses Video habe ich schon einmal aufgenommen und habe irgendwie Technikprobleme. Ich hoffe, dass das klappt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das Problem ist. Thema austherapiert. Und ich wollte euch etwas dazu erzählen, wie ich mit dem Thema austherapiert, mit der Aussage austherapiert umgehe und aber auch euch ein bisschen im Bewusstsein anlupfen. Thema, wo könnt ihr noch hingucken? Wenn ihr die Diagnose, so, ihr seid ihr austherapiert, bekommt. Für mich, und ich muss da etwas ausholen, war es immer nie so klar. Also ich wusste immer, wie ich reingerasselt bin in diese Problematik, in dieses Krankheitsbild. Aber ich war da sehr ehrlich und authentisch mit mir. Und weil ich wusste, wie ich da reingekommen bin, war es mir überhaupt nie klar, dass man das nicht auch wieder ändern kann. Das wollte ich also nicht wahrhaben. Es geht nicht um Wahrhaben, sondern es geht darum, dass ich gesagt habe, also das verstehe ich nicht. Wenn ich da reinkomme, muss ich doch wieder rauskommen. Ihr wisst, ich bin eigentlich Analytikerin und das hat mich eher gekitzelt. Ja, das hat mich eher gekitzelt, dass ich gesagt habe, verstehe ich nicht. Ich muss da mal gucken, was ist da los? Wie hängt das alles zusammen? Wenn wir heute sagen, jemand ist austherapiert, was heißt das? Das heißt, chirurgisch ist nichts mehr zu machen. Pharmakologisch ist nichts mehr zu machen. Mit irgendwelchen manuellen Therapien, Lymphdrainage, sonst wie Physio, Ergo, Logo, sonst wie ist nichts mehr zu machen. Und die gesamte Komplementärmedizin und komplementären Therapien naturheilkundlicher Art machen auch die gebacken. Das ist austherapiert, richtig? Das ist ein Frequenzband. Ja, das ist ein Frequenzband. Beziehungsweise der Begriff austherapiert ist, die Diagnose austherapiert ist vor allen Dingen mal auf der medizinischen Ebene gewachsen oder entstanden. Ne? Also chirurgisch, pharmakologisch, manuell irgendwie. Das ganze Komplementärmedizinische ist ja schon ein bisschen außerhalb von dem üblichen austherapiert. Und dieses austherapiert müsst ihr euch vorstellen wie ein Frequenzband, wie eine Matrix. Ihr kennt alle den Film Matrix. Ja, ihr seid dann in diesem Zah und Nu und dann seid ihr in der Angst. Und ihr seid im Grunde genommen wie unter einer Käseglocke. Und in dieser Käseglocke ist Angst und ihr dreht euch um diese Diagnose und um dieses Wort austherapiert. Genau, und wenn ihr dann ganz mutig seid, dann könnt ihr beispielsweise in die komplementären Therapien gucken, aber vielleicht machen die eben auch dicke Backen. Das ist jetzt beispielsweise bei einem Krankheitsbild wie bei mir der Fall. Es gibt außerhalb dieses Frequenzbereiches oder dieses Frequenzbereiches noch andere Fachrichtungen, die sagen, da geht noch was, aber das ist nicht einfach. Warum ist das nicht einfach? Weil wir Menschen vom Bewusstsein an dieser Stelle noch nicht sind. Die Fachrichtungen, die sagen, da geht noch was, das ist zum Beispiel die gesamte Biomedizin, Biomedizinwissenschaft und die Physikwissenschaft. Die Ebene, die Medizin mit Physik, mit Biologie verknüpft. Ja, es geht nicht um Schubladendenken, sondern es geht wirklich darum zu sagen, okay, wie hängt das alles zusammen? Mehr in Richtung Psycho-Neuro-Immunologie,
Quantenphysik, Quantenphilosophie, Quantenphilosophie und die gesamte spirituelle Richtung. Und das ist etwas, wo ich hingeguckt habe. Ich habe mich immer mit diesen energetischen Heilmethoden beschäftigt, aber ich wollte auch immer wissen, wie funktioniert das? Also einfach nur dann so ein bisschen Hand auflegen und da so ein bisschen, das war mir zu wenig. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Und ich brauchte Herrn Professor für mein Ego, der sagt, so und so hängt das zusammen. Der mich also auf der Ebene der Quantenphysik, Quantenphilosophie, der Wissenschaft abgeholt hat. Nun habe ich das Glück, dass ich ursprünglich da so ein bisschen Wissen mitgekriegt habe, dass ich dem folgen kann. Für manch andere ist das trockene Kost. Ist es aber gar nicht so. Könnt ihr euch angucken. Ich verlinke euch ein paar Videos von mir, wo ich euch so ein bisschen erkläre, wie Materie aufgebaut ist und dass das ganz, ganz wichtig ist. Weil da gerade bei manch einem Erkrankungsbild der Hammer hängt. Ich will damit sagen, bei akuten Problemen ist die Medizin unschlagbar. Ja, wenn wir einen Autounfall haben, wenn wir irgendwelche OPs brauchen, ist die Pharmakologie, aber auch die technische Seite der Medizin oder die Notfallmedizin brauchen wir gar nicht in Abrede stellen. Super. Aber alle chronisch-systemischen Erkrankungsbilder, seien wir doch mal ehrlich, ja, außer Cortison und Chemotherapie, irgendwelche Immunmodulatoren, wo man auch nicht weiß, möchte ich das nehmen? Ganz ehrlich. So ist es doch schwierig. Ja, und schon allemal nicht kurativ, also ausheilend. Für mich hat das immer keinen Sinn gemacht. Dafür bin ich zu viel Chemikerin, da stecke ich zu tief drinne, um zu sagen, oh, das ist logisch, das macht Sinn. Nein, macht keinen Sinn für mich. Also musste ich mich aufschwingen in andere Ebenen. Nur zu sagen, macht keinen Sinn, will ich nicht, ist so. Also habe ich mich in andere Ebenen aufgeschwungen und geguckt, was gibt es da noch? Und da habe ich eben Herrn Professor gebraucht für mein Ego. Der sagt, pass mal auf, so und so hängt das zusammen. Du hast da was übersehen, wie Materie aufgebaut ist, welchen Einfluss unsere Gedanken und Emotionen auf dieser Ebene haben. Und so bist du da reingerasselt. Und da habe ich gedacht, ja, stimmt. Stimmt, bin ich. Oha. So, und jetzt die zweite Frage, wie komme ich da wieder raus? Und dann sagen eben die Physiker, aber auch die Spiris, sage ich liebevoll, ist nicht einfach, weil ihr müsst erstmal ruhig werden und nicht im Außen suchen nach Therapie XY, kniet links, kniet rechts, sondern ruhig werden, sitzen bleiben und erstmal gucken. Ehrlich sein mit sich, Muster angucken, wunde Punkte angucken und diese ganzen Dinge erstmal aufsteigen lassen. Ihr wisst, wir haben 5% Tagesbewusstsein, sagt die Psychologie, 95% Unterbewusstsein und wir laufen mit den 5% durch die Gegend und meinen, wir sind die großen Zamperlos. Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht. Die 95% sind eine Büchse der Pandora. Da ist alles drin, wahrscheinlich auch schon vorgeburtlich. Da will ich noch gar nicht das Argument oder die Hypothese von Reinkarnation mit hinzuziehen. Dann ist das Fass nämlich sowieso voll. So weit brauchen wir nicht gehen. Vorgeburtlich reicht. Ist auch völlig egal. Ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr die Diagnose austherapiert bekommt, läuft das Fass über. So, nur wie kommt ihr daran? Wie kommt ihr da raus? Und als allererstes muss euch klar sein, dass die Aussage austherapiert nur ein Frequenzband ist. Es ist nur eine Matrix. Eine Matrix, in der ihr bleiben könnt, in eure Käseglocke geht und sagt, Hilfe, Angst, 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 Angst. Und dann sucht ihr innerhalb dieses Frequenzbandes nach Lösung. Stabilisiert das, ja? Ihr könnt das machen. Also zum Beispiel würde ich immer, ich habe ja nun auch mir hier und da therapeutische Hilfe habe ich nicht. Ich gehe nicht so gerne ins Außen, aber
Ich habe mir ja nun auch also für längere Strecken einen Rollstuhl bestellt oder sowas, weil ich mochte ihn zu Anfang nicht leiden, nicht? Aber er ermöglicht mir, gerade wenn es längere Strecken sind, Lebensqualität. Und ich habe ja auch noch nicht alles geklärt. Ich weiß nur, es ist eine Matrix und so geht es nicht. Und innerhalb dieses Frequenzbandes guckt, was euch gut tut. Aber wenn ihr euch nur dort bewegt und nach Lösungen sucht und ihr lauft von Physiotherapeut zu Lymphdrainage zum Arzt und alle machen, oh, mh, das ist aber auch, oh, mh, und keiner kann irgendwo wirklich was machen, dann erhebt euch doch nochmal raus aus dieser Matrix und guckt mal von oben drauf. Albert Einstein hat gesagt, wir lösen Probleme nicht auf der Ebene, auf der sie entstanden sind. Wir müssen einen anderen Blickwinkel einnehmen. Hoch, ab, von oben drauf gucken. Mal ein bisschen Abstand. Wie ist das alles entstanden? Wie bin ich da reingerasselt? Und dann könnt ihr euch Bruce Lipton angucken im Internet. Bruce Lipton sagt, wir können Gene an- und abschalten. Und in der Regel tun wir das recht unbewusst. Über Stress. Und er hat ein 4-Stunden-Video drin. Allerdings muss man sich dann die Zeit dazu nehmen und nicht dann eben in dieser Matrix umhersausen und das Problem fixieren. Das heißt, nimmt alles wahr, was ihr wahrnehmen könnt, was euch die Kasse ermöglicht, was euch das System ermöglicht an Therapien. Macht euch schlau, aber fangt an, euch aus diesem Drama zu erheben, guckt oben drauf, von oben drauf und sagt, okay, wie bin ich da reingerasselt? Und seid ehrlich mit euch. Das ist nicht immer das ist nicht immer angenehm. Das kann durchaus unangenehm werden. Und dann hat dort in diesen Ebenen die Physik und die Spiritualität unglaubliche Schnittmengen, logischerweise. Logischerweise. Weil die einen sich Gedanken darüber machen, wie ist Materie aufgebaut und feststellen, ups, Materie ist da gar nicht mehr. Und das ist etwas, was die alten Kulturen ja schon seit mindestens 6000 Jahren, auch noch viel länger, erzählen, dass der Geist und die Emotionen so wichtig sind. Und wenn wir das alles zusammenfassen, dann wird ein Schuh draus. Ja, dann braucht ihr auch vor dieser Aussage austherapiert keine Angst mehr haben. Ja. Ein Physiker, Werner Heisenberg, der hat damals auch einen Nobelpreis gekriegt. Der hat einen Ausspruch getätigt oder ein Zitat getätigt. Ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen. Der hat gesagt, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber am Grund des Bechers wartet Gott. Und das ist etwas, was ich feststellen musste, dass all diese Physiker unglaublich spirituell waren. Spirituell heißt nicht konfessionell festgelegt in irgendeine Richtung, sondern dass sie einfach an etwas geglaubt haben und etwas festgestellt haben, dass da etwas ist, eine Energie ist, ein Bewusstsein ist, auch in uns, was, wenn wir es nicht zu lenken imstande sind und sehr unbewusst agieren, uns voll reinrennen lassen kann in eine gewisse Problematik. Und dann kriegen wir das pharmakologisch und schon gar nicht chirurgisch in den Griff. Kann sein. Also ich möchte euch nur sagen, es gibt außerhalb des Frequenzbandes austherapiert noch viele, viele Ansätze, auch viele Methoden. Ihr könnt dort unglaublich Geld versenken, aber es reicht schon, wenn ihr ruhig werdet und erstmal ehrlich seid mit euch. Und das ist der Schlüssel überhaupt. Und dann zieht man weiter, wenn ihr überhaupt erstmal nach innen horcht und nicht nur nach außen sucht, nach Lösung sucht, Nahrungsergänzungsmittel shoppt, euch wund googelt oder wund YouTubet oder sonst was. Das ist nicht zielführend. Ruhig werden reicht schon. Euer Körpersystem zeigt euch schon, wo der Hase im Pfeffer liegt. In diesem Sinne. Macht euch auf den Weg, spürt nach innen und wenn ihr Fragen habt, piepst ihr mich an. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Diana.